Pepperwoods-Geschichten. Lasst uns springen! Peppa ist heute eine Wissenschaftlerin. Willkommen im Wissenschaftsmuseum. Ah, Peppa und ihre Freunde sind im Wissenschaftsmuseum mit Frau Mümmel. Ihr alle müsst mir dabei helfen, ein paar knifflige Wissenschaftsprobleme zu lösen. Ja! Zuerst müssen wir einen Weg finden, um eine Brücke für dieses Spielzeugauto zu bauen. Und zwar nur aus diesen Materialien. Oh, was ist das? Da ist so viel Zeug. Oh. Oh. Wir sollten etwas Stabileres benutzen. Ich hab's. Wir brauchen etwas, das leichter ist und weniger spritzt. Nehmen wir das. Peppa benutzt weichen Schaumstoff für ihre Brücke. Der Schaumstoff schwimmt, weil er leicht ist. Und er ist stabil genug fürs Auto. Heureka! Was heißt denn das, Frau Mümmel? Oh, wir Wissenschaftler sagen Heureka, wenn wir etwas rausfinden. So wie hier. Alle mir nach! Heureka! Beim nächsten Problem geht es um Farbe. Versuchen wir herauszufinden, wie wir Madame Gazelle grün machen können. Oh. Peppa, du bist blau geworden. Oh, wir müssen bestimmt durch eine grüne Platte gucken. Aber hier ist keine grüne Platte. Oh. Aber gelb und blau zusammen ergibt grün. Das stimmt. Mischt man Farben, ergibt das neue Farben. Peppa und ihre Freunde kommen zum letzten Wissenschaftsproblem. Dürfen wir bitte hinunterrutschen, Frau Mümmel? Ja, wir müssen rausfinden, welche Rutsche am schnellsten ist. Stellt euch in Zweierreihen auf. Die Kinder nehmen sich einen Sack und wählen eine Rutsche aus. Fertig, los! Die Grasrutsche ist zu rau, um schnell zu sein. Da, da, da. Diese Stoffrutsche ist noch rauer und langsamer. Und? Aber die Plastikrutsche ist sehr glatt. Deshalb rutscht man darauf sehr schnell. Fantastisch! Ihr habt alle Wissenschaftsprobleme gelöst. Das nennt man Experimentieren. Und was sagen wir, wenn wir etwas herausfinden? Heureka! Madame Gazelle? Wie kommen wir runter? Alle lieben es, Wissenschaftler zu sein. Peppa und ihre Familie sind ins Museum gegangen, um mehr über Dinosaurier zu erfahren. Tut mir leid, ich wollte euch nicht erschrecken. So sagen Dinosaurier halt Hallo. Nun, seid ihr bereit für einen echten Dinosaurier? Im neuen Zeitreisenraum reisen wir zurück in die Zeit der Dinosaurier und treffen so auf welche. Dinosaurier! Dinosaurier! Er meint damit eigentlich, ja bitte, Frau Mümmel. Yeah! Im Zeitreisenraum kann man zurück in die Zeit reisen, als es noch Dinosaurier gab. Wow! Okay, wir wollen nicht, dass bei der Zeitreise jemand verletzt wird. Versteht ihr? Eure Hände und Füße müssen immer innerhalb der Zeitmaschine bleiben. Ups. Wenn ihr etwas genauer sehen wollt, benutzt das spezielle Zeitreisen-Fernglas. Und egal, was passiert, steigt niemals auf einen Schmetterling. Aber wieso sollte denn jemand auf einen Schmetterling steigen, Frau Mümmel? Du wärst überrascht, Peppa. Na egal, legen wir los! Frau Mümmels Zeitmaschine bringt alle zurück in die Zeit der Dinosaurier. Sie lebten vor ganz, ganz langer Zeit. Und das sollte reichen. Wir sind da! Wow. Na klar doch! Im Dinosaurier-Dschungel gibt es viel zu sehen. Guck mal, ein Vulkan da! Wow!
Und viele Kurzschwanzflugsaurier. Die sind so schön. Aber Schorsch ist nur wegen einer Sache hier. Oh. Dinosaurier! Dinosaurier! Oh, der taucht noch auf. Aber vergiss nicht, echte Dinosaurier waren größer als der hier, Schorsch. Da wir gerade davon sprechen. Oh je, der Dinosaurier ist etwas gruseliger, als Schorsch erwartet hat. Und Pause. Tut mir leid, mein Dinosaurierfreund wollte dir keine Angst machen. So sagen Dinosaurier Hallo, weißt du noch? Dann lass uns zurückbrüllen und auch Hallo sagen. Dann weiß er, dass wir nett sind. Und das Gute an Zeitreisen ist, man kann die Dinge wiederholt erleben. Willst du es vielleicht noch einmal versuchen, Schorsch? Dann wieder von vorn. Bereit, Schorsch? 1, 2, 3. Toll gemacht, Schorsch. Schorsch ist froh, dass Peppa ihm geholfen hat, mutig zu sein. Oh, willst du es noch mal machen? Okay, alles klar. Und Schorsch freut sich riesig, dass er auf einen Dinosaurier getroffen ist. Peppa und ihre Familie sind heute in einem Wissenschaftsmuseum. Sie freuen sich schon riesig auf eine Ausstellung, bei der es nur um Magnete geht. Oh, das sind keine Magnete. Das sind Fische. Diese Fische sind aus Metall, Peppa. So können wir sie herausangeln mit den Magneten da. Wow, Angelruten. Genauso wie auf Opa Woods Boot. Seid vorsichtig. Magnete können sich leicht verfangen. Peppa und Schorsch angeln viele Metallfische. Und auch eine Metallbrille. Und einen Metallschlüssel. Und noch weitere verschiedene Metallobjekte. Stopp! Gebt ihr mir bitte meine Uhr zurück? Ups! Entschuldigung! Danke sehr! Au revoir! Tschüss! Da ist sie ja. Oh, und weg ist sie. Benutzt die Magnete und bringt damit den magnetischen Schleim möglichst schnell ins Ziel. Oh, magnetischen Schleim? Springen wir hier drauf. Vielleicht kriegen wir dann Schleim. Klar, klatsch. Hier, eure Magnete. Wow. Fertig. Los! Im Schleim ist ein wenig Metall, damit er an den Magneten anhaftet. Ich bin vorn! Ich bin vorn! Und der Sieger ist... ich kann nicht sehen, wer gewonnen hat. Was war das? Guck, Schorsch! Aber was haben Fotos von uns mit Magneten zu tun? Aha! Wow! Die Fotofläche ist magnetisch. So kann man mit den kleinen Metallstücken auf den Stiften die Fotos bemalen. Oh! Sehr kreativ, Schorsch! Dinosaurier! Gefällt es dir, Papa? Ich sehe toll aus, Peppa. Oh, nicht schon wieder. Alle sind begeistert von der Magnetausstellung im Wissenschaftsmuseum. Naja, alle bis auf Papa Wutz. Peppa und ihre Freunde haben einen Riesenspaß im Kinderspielzentrum. Schorsch! Alles in Ordnung? Hast du dir wehgetan? Oh, komm her. Der Lärm und die vielen Kinder hier sind wohl etwas zu viel für Schorsch. Suchen wir uns einen stillen Ort, damit er sich beruhigen kann. Oh, ich weiß, wo
hin. Kommt! Alle gehen in einen Ruheraum, damit sich Schorsch wieder wohler fühlt. Die vielen Farben und weichen Gegenstände helfen mir jedes Mal, wenn es laut und hektisch wird. Sehr schön. So, jetzt atmen wir alle ein paar Mal tief ein und aus. Einatmen. Ausatmen. So, jetzt entspannen wir uns. Luzi Locke und Papa Wutz sind sehr entspannt. Aber Schorsch hat sich nicht beruhigt. Nein! Guck dir den an. Willst du ihn dir ansehen gehen? Wow. Oh, wo geht ihr denn hin? Dieser Bereich des Ruhezimmers ist voller Spielsachen. Guck mal her. Das hier drückt man. Hui, guck mal her, Schorsch. Wow. Mir ist meine Schmusedecke am liebsten. Das scheint wohl auch nicht das Richtige für Schorsch zu sein. Hm. Ich hab's! Kommt alle mit! Peppa hat einen anderen Bereich entdeckt, der Schorsch gefallen könnte. Oh. Oh. Das ist der Naturbereich. Es ist, als wäre man draußen, nur ist man drinnen. Die Blumen duften so gut! Könnt ihr die Vögel hören? Und das raschelnde Laub! Ah! Ich bin so super duper mega entspannt. Lasst uns noch eine Atemübung machen. Einatmen. Lass mich mal, Papa. Wir atmen alle ein und aus. Und ein und aus. Geht es dir jetzt besser, Schorsch? Es ist gut, kurz innezuhalten, wenn man überfordert ist. Schorsch scheint es hier wohl sehr zu gefallen. Können wir noch ein bisschen bleiben? Na klar. Das Ruhezimmer macht alle glücklich. Schorsch gefällt der Naturbereich. Und seine Familie und Freunde sind froh, dass sie ihn aufmuntern konnten. Mama, ich muss echt ganz dringend pinkeln. Mama, ich platze gleich. Aha, keine Sorge, Peppa. Hier steht ja schon eine Toilette. Peppa muss heute dringend auf die Toilette. Und diese Toilette ist der Wahnsinn. Wo ist die Toilette? Ach, Peppa, die ist, ich weiß nicht, wo sie ist. Sie ist hier. Musst du auch pinkeln, Schorsch? Nein. Fertig. Jetzt wasche ich mir die Hände. So, die sind sauber. So, welcher Knopf spült die Toilette? Der hier sieht aus wie fließendes Wasser. Peppa hat versehentlich den Händetrockner angemacht. Ups. Vielleicht ist es der hier. Oh. Oder vielleicht der hier. Bum, bum, bum. Mama, dürfen wir auch aufs Klo gehen, bitte? Jetzt ist nur noch ein Knopf übrig. Oh, die Toilettenspülung muss der da sein. Oh. Puh, alles erledigt. So, Schorsch, musst du ganz sicher nicht aufs Klo gehen, bevor wir gehen? Nein. Sehr schön, gehen wir. Aber Mama, guck doch, wie dreckig es hier ist. Keine Sorge, das ist ein sehr, sehr schickes Klo. Wir müssen jetzt einfach nur hinausgehen. Und wie durch Zauberhand, tada! Die sehr, sehr schicke Toilette putzt sich von allein. Diese Toilette ist der Wahnsinn! Peppa und ihre Familie gehen jetzt nach Hause.
Aber nun ist es Schorsch, der herumzappelt. Was hast du, Schorsch? Musst du auf Toilette? Aber wir waren gerade auf der Toilette. Na gut, gehen wir zurück. Ich hoffe, du kannst es noch einhalten. Schorsch muss dringend die sehr, sehr schicke Toilette benutzen. Alle müssen dringend die sehr, sehr schicke Toilette benutzen. Peppas Spielgruppe besucht heute eine Zahnpastafabrik. Und so wird die Zahnpasta gemacht. Alles klar? Tja, wichtiger ist, dass ihr euch richtig die Zähne putzt. Hier entlang. In der Zahnpastafabrik lernt man durch lustige Spiele, wie man sich die Zähne putzt. Steuert die Zahnpasta, dann drückt ihr den Knopf, damit genau die richtige Menge rauskommt. Und wie viel Zahnpasta ist das? Ein ganz kleiner Klecks. Super, dann legt los. Genau die richtige Menge Zahnpasta. Toll gemacht. Peppa ist sehr gut bei diesem Spiel. Aber Schorsch ist etwas verwirrt. So geht das nicht, Schorsch. Ich helfe dir. Sie kommt auf diese Zahnbürste, nicht in deinen Mund. Das habt ihr toll gemacht. Mir nach. Jetzt putzen wir uns die Zähne, damit sie sauber werden. Wiedersehen, Essensreste. Schoko, 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 schoko. Das war's. Na gut. Und jetzt ihr. Ja. Nimm das, Karotte. Putzt euch die Zähne ganz sauber. Peppa ist auch bei diesem Spiel gut. Aber Schorsch ist wieder verwirrt. Nein, Schorsch. Du musst die großen Zähne putzen, nicht deine eigenen. Guck her, so. Toll gemacht. Diese Zähne sind wieder strahlend weiß. Es fehlt nur noch ein Schritt. Man muss die Zahnbürste mit Wasser abspülen. Und zwar so. Piu, piu, piu. Wow. Auf die Plätze, fertig. Piu. Dieses Spiel macht allen großen Spaß. Nur Schorsch versucht, sich selbst anzusprühen. Du musst da lang zielen, auf die Zahnbürste. Was hast du, Schorsch? Oh, willst du dir die Zähne putzen? Schorsch war also gar nicht verwirrt. Er wollte sich nur die Zähne putzen. Kein Problem, Schorsch. Wir bekommen später sicherlich noch Tüten mit Zahnbürsten und Zahnpasta zum Mitnehmen. Nicht wahr, Frau Mümmel? Oh, ja. Geschenktüten. Na klar, gut. Wartet einen Augenblick. Bin gleich soweit. So, hier. Danke, Frau Mümmel. Vergiss nicht, Schorsch. Nur ein kleiner Klecks fürs Zähneputzen. Und dann ausspülen. Schorsch liebt es, sich die Zähne zu putzen. Alle lieben das Zähneputzen. Frau Mümmel, halt! Hier sind noch zwei Briefe. Peppa und Schorsch spielen heute Postbote. Und sie müssen ganz besondere Briefe verschicken. Hallo, soll ich diese Briefe zustellen? Ja, bitte. Das hier sind Spezialbriefe für Mama und Papa Wutz. Peppa und Schorsch haben sogar ihre eigenen Briefmarken gemacht. Wow! Ich bin hier, um die heutige Post einzusammeln. Werf die Briefe in den Briefkasten. Hurra! Ich werde jetzt eure Briefe zusammen mit allen anderen zustellen. Oh, das ist echt viel Post für nur eine Postbotin. Wollt ihr beide mir helfen? Dürfen wir? Es spricht nichts dagegen. Die Postuniform passt ja. Hurra! Peppa und Schorsch lieben es, richtige Postboten zu sein. Wie Frau Mümmel. Und jetzt fahren wir zur Sortieranlage. Hier wird jede einzelne Postsendung sortiert, damit wir wissen, wo die Post hin muss. Wow! Hier ist so viel Post. Yep. Deswegen lassen wir uns von schlauen Maschinen dabei helfen. Dinosaurier! Ah, diese
Spezialbriefmarken haben Peppa und George für ihre Spezialbriefe gebastelt, Herr Zebra. Die müssen ganz besonders schnell zugestellt werden. Wir haben einen Zustellungsnotfall. Alarmstufe Rosa. Peppas und Georges Briefe werden bearbeitet, damit sie möglichst schnell zugestellt werden können. Oh, kommt mit. Zuerst müssen wir andere Briefe zustellen. Ja, auf geht's. Peppa und George macht es Riesenspaß, mit Frau Mümmel die Post zuzustellen. Einige der Hausbriefkästen sind ziemlich weit oben. Und einige haben lustige Formen. Ja! Aber alle Briefe kommen dorthin, wo sie hingehören. Bis nur noch zwei Briefe übrig sind. Ding Dong! Oh, das ist die Post. Ich mache auf. Oh! So was! Die Postboten kommen mir bekannt vor. Oh, das sind Peppa und George. Sie haben mit mir den ganzen Tag lang Post zugestellt. Wir bringen euch Spezialbriefe mit ganz speziellen Briefmarken. Wow! Die sind wirklich speziell. Peppa und George sind gern Postboten. Und Mama und Papa Wutz lieben ihre Spezialbriefe und Spezialbriefmarken. Peppa und ihre Familie sehen sich heute einen Actionfilm im Kino an. Papa, ich muss dringend pinkeln. Ups, Entschuldigung, Verzeihung. Ja, ich bin soweit. Tada! Oh je. Das Kino hat viele bunte Türen. Und Peppa und Papa Wutz wissen nicht mehr, durch welche Tür sie rausgegangen sind. Ich glaube, es war die blaue Tür, Papa. In diesem Saal läuft ein Meerjungfrauenfilm, den sich Luzi, Locke und ihre Mutter angucken. Oh, hallo, Peppa! Hallo, Luzi. Oh, ich liebe Meerjungfrauen. Können wir uns diesen Film ansehen? Guck, eine rosa Tür. Hinter der rosa Tür sehen sich Herr Bulle und Frau Kuh einen Liebesfilm an. Sie liebt ihn also doch. Die da war es aber definitiv nicht. Die gelbe Tür führt zum Vorführraum. Hier arbeitet Frau Mümmel. Oh, hallo ihr zwei. Was macht ihr denn hier hinten? Wir waren auf der Toilette. Aber jetzt finden wir unseren Kinosaal nicht mehr. Nun, ich spiele die Filme von hier aus ab, aber ihr seht sie euch nicht von hier aus an. Aber keine Sorge, ich helfe euch beim Suchen. Kommen in eurem Film Dinos vor? Josh würde ihn lieben. Das wäre was für ihn. Aber es ist leider nicht unser Film. Ist es dieser lustige Film? Nein! Oh, was ist hinter dieser Tür? Oh, nein! Hier lagern wir das Popcorn! Ups, Entschuldigung. Kein Problem, das passiert ständig. Das klingt nach unserem Film. Schnell, Papa! Danke, Frau Mümmel! Wo wart ihr so lange? Peppa guckt sich gern mit ihrer Familie Actionfilme im Kino an. Aber ihre Abenteuer mit Papa Wutz liebt sie genauso. Mama Wutz hat Peppa und George heute in einen besonderen Spielzeugladen mitgenommen. Hallo, ich suche nach einer Mama und zwei Kindern für ein besonderes Spielzeugerlebnis. Habt ihr sie gesehen? Das sind wir! Ach ja? Worauf wartet ihr dann noch? Los geht's! Hurra! Hier könnt ihr euer ganz eigenes Spezialspielzeug entwerfen. Oh.
Sucht euch einfach etwas aus. Zur Wahl stehen ein Roboter, eine Prinzessin, ein lustiges Monster und ein Dinosaurier! Ich wusste nicht, dass du Dinosaurier magst. Dinosaurier! Schorsch liebt Dinosaurier. Das sind nämlich seine Lieblingstiere. Dann wissen wir wohl, was er auswählen wird. Viel Spaß! Oh, gute Wahl. Reizend. Ein Astronaut. Ein Monster. Eine Superheldin. Peppa und Schorsch gefällt es, ihr eigenes Spielzeug zu entwerfen. Ihre Vorlieben sind sehr verschieden. Meins ist ein Roboter. Und mit ein wenig Spielzeugladen-Magie baut die Maschine jetzt eure Spielsachen. Jetzt fehlt nur noch die Kleidung für eure Spielsachen. Es stehen viele Kleidungsstücke zur Auswahl. Peppa und Schorsch finden die perfekte Kleidung für ihre neuen Spielsachen. Hurra! Perfekt! Und rein damit! Oh je! Die Spielzeugmaschine hat den Spielsachen die falsche Kleidung angezogen. Die Maschine hat die Outfits vertauscht, Frau Mümmel. Oh ja. Nun ja, ich finde die Spielsachen immer noch toll und sehr kreativ. Fliegen macht Spaß. Warte auf uns, Peppa. Wow. Was ist denn das für ein Raum? Das ist eine ganz neue Spielzeugmaschine. Wow. Stell dich in der Mitte hin, Peppa. Oh, was macht sie denn da? Stillhalten. Was war denn das? Tada! Die Maschine hat ein Spielzeug gebaut, das genau wie Peppa aussieht. Guck, Schorsch, ich bin winzig klein. Und du bist es auch. Peppa und Schorsch macht es Riesenspaß, Spielsachen zu entwerfen. Aber Schorsch liebt es noch mehr, selbst ein Spielzeug zu sein. Peppa und ihre Freunde gehen heute in den Süßwarenladen. Hallo, Frau Mümmel. Ich hätte ganz gern alles in diesem Süßwarenladen. Hier ist meine Münze. Peppa und ihre Freunde haben alle eine Münze, um sich etwas zu kaufen. Hier ist auch meine Münze. Und meine. Und meine. Wow, das ist echt viel Geld. Aber es ist leider zu wenig, um alle Süßigkeiten zu kaufen. Oh, ja. Eine Münze ist perfekt, um meine neuen Süßigkeitenmaschinen zu testen. Oh. Ihr wählt einfach eine Maschine aus, werft eure Münze ein und drückt den großen roten Knopf. Erdbeerbänder. Aber Erdbeeren sind Obst, keine Süßigkeiten. Meine Süßigkeiten werden aus köstlichem, echtem Obst gemacht. Schmeckt viel besser und ist viel gesünder. Leckere Erdbeeren. Die sehen aus wie Haare. Du hast recht. Ich habe einen Erdbeerpferdeschwanz. Ich bin dran. Emily Elefant hat eine Regenbogenlutschermaschine entdeckt. Bei dieser Maschine drückst du den Knopf mit dem Symbol deines Lieblingsfruchtgeschmacks. Gelbe Banane. Oh, du liebst rote Äpfel. Und rosa Himbeeren. Und blaue Blaubeeren. Und grüne Äpfel. Du magst jeden Fruchtgeschmack. So fruchtig. Guckt mal, eine sich drehende Schüssel. Eine Süßigkeiten-Zahnseitenmaschine. Wirf einfach deine Münze ein und probier sie aus. Wow! Das schmeckt nach Kokosnuss. Es sieht genauso aus wie du, Luzi. Und jetzt sieht es noch mehr aus wie du. Was ist das? Du kannst es ja herausfinden.
dachte, das ist eine Süßigkeitenmaschine und keine Geldmaschine. Ah. Kann ich damit vielleicht echte Süßigkeiten kaufen? Das musst du gar nicht. Diese Münze ist schon eine Süßigkeit. Oh. Es ist eine Schokoladenmünze. Schokolade! Hurra! Peppa liebt Süßigkeiten aus dem Süßwarenladen. Jeder liebt Süßigkeiten aus dem Süßwarenladen. Hallo! Hi! Peppa und ihre Familie gehen ins Luftballongeschäft, um einen Spezialluftballon für eine Gartenparty abzuholen. Frau Mümmel, wir holen unseren umweltfreundlichen, recycelbaren Luftballon. Wow! Das Luftballongeschäft ist voller Luftballons. Frau Mümmel? Bums! Oh. Bums! Bums! Oh. Oh, ihr habt mich gefunden! Seit Dienstag früh versuche ich schon, hier rauszufinden. Oh. Jetzt ist bestimmt schon Mittagszeit. Es ist Mittwoch, Frau Mümmel. Oh, jedenfalls sind alle eure hübschen, umweltfreundlichen, recycelbaren Luftballons bereit für eure Party. Alle? Aber wir haben nur einen bestellt. Also hier steht 1000 Ballons für Mama Wutzes Party. Aber so viele brauchen wir nicht und wir müssen sie nutzen. Was können wir damit tun? Ich hab's! Oh. Lasst sie uns aufteilen! Peppa und ihre Familie verschenken die extra Luftballons an die anderen Leute in der Stadt. Ups. Oh, merci. Und ihr zwei kriegt auch einen. Bitte sehr. Der ist rot. Den grünen kriegst du. Puh. Jetzt sind nur noch 992 übrig. Damit werden wir doch niemals wirklich fertig werden. Oh, und wir müssen noch die Party vorbereiten. Ich habe eine tolle Idee. Nehmt euch alle ein paar Luftballons und folgt mir. Die Party beginnt gleich. Und schon treffen die ersten Gäste ein. Hallo, Luzi. Das ist dein Luftballon. Oh, danke schön. Frau Mümmel hat mit den vielen Luftballons aus der Gartenparty eine Luftballonparty gemacht. Frau Mümmel kann aus einem Luftballon so gut wie alles machen. Und auch jeden. Hier für euch. Der sieht aus wie ich. Und der hier sieht aus wie ich. Das ist das Luftballonrennen. Achtung, Papa! Es macht nichts, wenn dir ein Luftballon zerplatzt. Es sind ja noch ganz viele übrig. Bums. Mama Wutzes Gartenparty hätte allen bestimmt Spaß gemacht. Aber die Luftballonparty gefällt allen Gästen noch viel mehr. Peppa und Schorsch machen sehr viel Lärm. Peppa, wollt ihr nicht lieber im Wohnzimmer spielen? Oh, nehmt diese Klebezettel hier und macht damit Bilder. Okay, Mama. Ja! Viel besser. Ja! Fertig, Mama. Jetzt schon? Das war schnell. Oh, wow. Das hier ist Mama und das da ist Papa. Und Schorschs Bild ist... Dinosaurier! Das sieht genauso aus wie ich, Peppa. Sehr schön. Was ist das da auf dem Boden? Eine Schlammpfütze! Klar ist es das. Wisst ihr, man kann auf den Klebezetteln auch sehr gut Bilder malen. Wie Hinweise für eine Schatzsuche? Naja, ich dachte eigentlich an... Komm mit, Schorsch! Fertig! Peppa und Schorsch haben aus den Klebezetteln Wegweiser gemacht. Oh, das ist echt aufregend. Folgt den Spuren, um den Schatz zu finden. Los! Mama und Papa Wutz folgen den Spuren, um den Schatz zu finden. Sie suchen in Peppas Bett, in der Badewanne
in Gang und schließlich... Wow, sieh dir das an. Das sind Klebezettel. Es ist ein Festmahl. Richtig, ja, ein Festmahl. Peppa und Schorsch haben Spiegeleier gemacht, Tomatensuppe und sogar, Toast mit Zuckerwatte. Alles aus Klebezetteln. Wieso spielt ihr jetzt nicht was anderes und wir essen all das hier auf? Spielt verkleiden. Okay, Mama, komm mit Schorsch. Wir machen den Abwasch später. Das höre ich oft. Wir haben alles aufgegessen. Es war ganz köstlich. Und wir haben uns verkleidet. Peppa und Schorsch haben aus den Klebezetteln Kostüme gemacht. Oh. Tja, ich schätze, ich bin das Klebezettelmonster. Und ich bin das noch viel klebrigere Zettelmonster. Peppa und Schorsch macht das Spielen mit Klebezetteln sehr viel Spaß. Und am allermeisten dann, wenn Mama und Papa Wutz mitspielen. Bereit oder nicht, ich komme. Peppas ganze Familie spielt heute gemeinsam Verstecken. Mama Wutz ist die Sucherin. Aha, hab dich. Oh nein, dann helfe ich dir jetzt dabei, Peppa und Schorsch zu finden. Ich hab wirklich keine Ahnung, wo die beiden sein könnten. Sehen wir mal in der Küche nach, bei der Teekanne mit dem frischen Tee. Wir haben es geschafft. Wir sind die besten Verstecker aller Zeiten. Peppa und Schorsch suchen sich jetzt ein neues Versteck. Verstecken wir uns im Schrank, unter der Treppe. Das wird unser neues Geheimversteck. Wo könnten sie nur sein, Papa Wutz? So werden wir sie sicher niemals finden. Mama und Papa suchen uns sicherlich überall. Wir müssen einfach weitersuchen, Mama Wutz. Die tauchen schon auf. Kekse? Peppa und Schorsch bleiben für eine Weile in ihrem Geheimversteck. Jetzt sind sie schon lange hier. Und jetzt sind sie schon ewig in ihrem Versteck. Ich glaube, die werden uns niemals finden. Oh, lass uns Spielsachen holen, damit uns nicht langweilig wird. Hier sind sie nicht. Hier auch nicht. Und hier, aber hier auch nicht. Such weiter. Find sie nur. Peppa und Schorsch nehmen viele Spielsachen mit in ihr Geheimversteck. Kommt raus, wo immer ihr seid. Wo seid ihr? Wo kommt der denn her? Papa Wutz, alles in Ordnung? Nun, zum Glück bist du dran mit Staubsaugen. So, viel besser. Dinosaurier! Wo könnten Peppa und Schorsch denn sein? Unter der Treppe nicht, so viel ist sicher. Peppa und Schorsch sind wohl die besten Verstecker auf der ganzen Welt. Allen macht das Versteckenspielen Spaß. Und Peppa und Schorsch lieben ihr Geheimversteck ganz besonders. Oh, Jemine, jemand hat meinen edlen Hut gestohlen. Hallo. Ich bin Polizeiwachtmeister Teddy. Ich werde Ihnen helfen. Peppa und ihre Freunde spielen Räuber und Gendarm mit ihren Spielsachen. Ich war's nicht. Ich nicht. Aha, Sie haben den Hut, Herr Roboter. Sie sind festgenommen.
Oh! Nein. Und nun kommen sie ins Gefängnis. Oh, danke, Polizeiwachtmeister Teddy. Teddy liebt es, Polizist zu spielen. Aber jetzt habe ich doch kein Spielzeug mehr zum Spielen. Oh je. Ich hol die Autos. Alle Spielsachen machen sich bereit für ein Wettrennen. Stopp! Sie fahren viel zu schnell, Froschi. Ich stell sie unter A Nest. Piep, piep, piep. Aber Froschi war dabei zu gewinnen. Jetzt hat Luzis Eule zum Tee eingeladen. Hier ist ihr Tee, Sir. Und zwar Schorschs Dinosaurier. Hallo, dieser Tee ist zu heiß. Ich stell sie unter A Test. Aber ich mag das Gefängnis nicht. Und jetzt spielt Schorschs Dinosaurier ganz allein. Hallo, sie machen viel zu viel Unordnung. Ich stell sie unter A Prest. Dinosaurier! Das war lustig. Was spielen wir als nächstes? Hä? Wo sind eure Spielsachen? Oh je. Peppas Freunde sind nicht gerade glücklich. Wir wollten doch gar nicht alle traurig machen. Teddy und ich wollten nur helfen. Vielleicht sollten wir ins Gefängnis gehen. Oder? Es geht gar niemand ins Gefängnis. Polizeiwachtmeister Teddy und du könnt allen genauso helfen, wie es richtige Polizisten jeden Tag machen. Gute Idee, Mama! Polizeiwachtmeister Teddy hilft gern! Polizeiwachtmeister Teddy hilft dabei, dass beim Autorennen alle sicher sind. Auf die Plätze! Fertig? Seid ganz vorsichtig! Los! Dass alle ihren Tee genießen. Willst du noch eine Tasse Tee, Froschi? Jetzt ist er nicht zu heiß. Danke, Polizeiwachtmeister Teddy. Und dass alle viele verschiedene Blumenhüte anprobieren. Lieferung für Mama Wutz. Mama Wutz bekommt heute ein Paket geliefert. Oh, danke, Frau Mümmel. Ich weiß ganz genau, was das ist. Peppa und Schorsch werden das hier lieben. Mama Wutz hat eine Eismaschine bestellt, die wie ein... Die sieht aus wie ein Pinguin. Das Obst da ist aus Opa Wutz Garten. Damit machen wir sehr gesundes und sehr leckeres Eis am Stiel. Hurra! Ja! Guten Tag, Herr Pinguin. Wie bedient man ihn? Oh, ich erinnere mich. Ich hatte so eine in deinem Alter. Wir müssen nur... Mama Wutz weiß nicht mehr, wie die Eis-am-Stiel-Maschine funktioniert. Lesen wir lieber die Bedienungsanleitung. Oh, ja. Wir brauchen Eis für Eis am Stiel. Das Eis kommt da rein und dann drehen wir dieses Rad da. Es klingt knusprig. Heb jetzt den Flügel hoch. Oh, das Eis ist ganz matschig. Jetzt geben wir das Obst dazu. Himbeeren, die liebe ich. Und jetzt gießen wir die Himbeereismischung in diese Formen. Schorsch hat die Stiele fürs Eis. Damit halten wir später unser Eis. Gute Arbeit, Schorsch. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis sie frieren. Lasst uns noch mehr Eis machen, während wir warten. Ja! Blaubeeren, die liebe ich auch. Ich hätte gerne Kiwi, bitte. Und Banane. Peppa und ihre Familie machen den ganzen Tag lang fruchtiges Eis am Stiel. Und haben dabei einen Riesenspaß. Aber irgendwann... Oh nein! Es ist kein Obst mehr da.
Was machen wir jetzt nur? Klopf, klopf. Braucht hier zufällig jemand noch viel mehr Obst aus meinem Garten, um was Gesundes und Leckeres draus zu machen? Ja, mehr Eis am Stiel. Leider können wir nicht noch mehr Eis am Stiel machen, wisst ihr? Warum nicht? Na, weil im Tiefkühlschrank kein Platz mehr ist, bis wir diese hier gegessen haben. Peppa liebt es, Eis am Stiel zu machen. Und ganz besonders leckeres, fruchtiges Eis. Peppa und Schorsch führen heute ein Restaurant. Hallo, wir haben eine Reservierung im Restaurant beim lieben Dinosaurier. Schauen wir mal, Frau Mama und Herr Papa. Aha, Sie sind zu spät. Hier entlang, bitte. Sie kochen heute ein romantisches Abendessen für Mama und Papa Wutz. War der Weg lang? Tja. Heute ist auch wirklich sehr, sehr viel Verkehr. Oh, der Verkehr war... Hier die Speisekarte. Wow, das sieht lecker aus. Ich schätze, ich nehme als erstes einen Salat. Oh, ich auch, bitte. Salat kommt sofort. Schorsch arbeitet schwer in der Küche. Gute Arbeit, Koch Schorsch. Das ist echt ziemlich romantisch. Hallo, zwei wirklich leckere Salate. Oh, klar. Mein Kompliment an den Koch. Ja, exquisit. Dankeschön. Schorsch macht gerade den Hauptgang. Spaghetti. Hallo, Koch Schorsch. Ein Kurdi-Hemd an den Koch. Sehr exquisit. Das erinnert mich an das, was du bei unserem ersten Date gekocht hast. Meine matschigen Salate sind wirklich legendär. Haben Sie Lust auf romantische Musik? Oh ja, habt ihr etwa... Komm her, Schorsch! Peppa und Schorsch spielen gern romantische Musik. La, 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 romantisch! Und zwar besonders gern sehr laut. Ja, hurra. Gut gemacht. Gut gemacht. Zugabe, ich meine, bravo. Gut gemacht, Schorsch. Wir lassen Sie jetzt alleine. Ein wenig Frieden und... Die Spaghetti sind da. Bon Appetit. Ja, ein wenig Frieden und... Pudding! Das macht dann 2000 Millionen Euro, bitte. Oh, so günstig. Danke, Peppa. Bitte sehr. Und danke auch an Koch Schorsch. So, und was macht ihr mit dem ganzen dreckigen Geschirr? Oh nein, es ist Schlafenszeit. Dann gute Nacht, Frau Mama und Herr Papa. Lauf! Aber es ist erst 16:30. Das Restaurant beim lieben Dinosaurier hat geschlossen. Bis gleich, Mama. Bis dann. Papa Wutz muss etwas aus seinem Büro mitnehmen. Und Peppa und Schorsch begleiten ihn. Entschuldigung, Herr Löffel. Schorsch gefallen die vielen Tasten im Lift. Oh je, vor lauter Tastendrücken ist der Lift jetzt kaputt. Guck, was du angestellt hast. Keine Sorge, Schorsch. Ich bin sowas wie ein Lift-Experte, weißt du? Die Tasten im Lift funktionieren nicht. Hallo, willkommen im Lift. Ist das ein Zauberlift? Nein, aber er reagiert auf Sprache. Wir müssen ihm nur ansagen, wo wir hinwollen. Viel einfacher. Hallo, Lift. Wir wollen in mein Büro, wo ich Geld verdiene. Der Lift funktioniert wieder. Ja! Zweiter Stock, Büro der Bienen. Aber er hat sie nicht zu Papa Wutz Büro gebracht. Nein, nicht Büro der Bienen. Büro, bitte sehr.
Zweiter Stock, Büro, Camembert. Ich liebe Käse. Zu meinem Schreibtisch. 16. Stock, ein Fisch. Dover Zauberlift. Der Lift scheint Papa Wutz Stimme nicht zu verstehen. Lass mich zu Papas Büro. Ganz einfach. Wir erreichen jetzt das Dach. Nicht das Dach. Papas Büro, bitte. Peppa und ihre Familie versuchen weiter, Papa Wutz Büro zu erreichen. Aber der Zauberlift bringt sie in die falschen Stockwerke. Tschüss. Auch gruselige Stockwerke. Hallo! Und Stockwerke, in denen man tanzt. Aber das richtige Stockwerk ist nicht dabei. Bis... Mein Büro! Hallo, Mama Wutz. Wir hatten nur ein paar Probleme mit dem Lift. Wir sind gleich da. Peppa und Schorsch finden den Zauberlift genial. Doch Papa Wutz nimmt jetzt lieber die Treppe. Peppa und ihre Familie sind heute auf dem Stadtfest und gucken sich den Kuchenwettbewerb an. Ich freue mich riesig auf die Kuchen. Oh, was macht dieser Schuh hier? Das ist kein Schuh. Das ist mein Kuchen, Peppa. Das ist ein Wettbewerb für Kuchen, die wie andere Dinge aussehen. Aber wenn die Kuchen nicht wie Kuchen aussehen, wird das die Leute verwirren. Das ist ja das Ziel. Wollt ihr mir dabei helfen, den besten Kuchen zu finden, der nicht wie Kuchen aussieht? Ja, bitte. Peppa will Papa Wutz mit einem Kuchen reinlegen, der wie ein Telefon aussieht. Ring, 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 ring. Hallo? Das ist ja Kuchen. Ihr seid ja sehr lustig. Möchtest du eine Tasse Tee, Mama? Danke, sehr gerne. Dieser Tee ist ja ein Kuchen. Wir haben dich reingelegt. Gratulation! Ihre ist die größte Karotte. Ups. Hey! Tut mir leid. Leider ist dieser Preis für die größte Karotte, nicht für den größten Karottenkuchen. Aber das ist ein sehr leckerer Karottenkuchen. Es ist soweit. Herr Bulle verleiht jetzt den Preis für den besten Kuchen, der nicht aussieht wie Kuchen. Der beste Kuchen, der gar nicht aussieht wie Kuchen, ist der hier. Eigentlich ist das mein Mittagessen. Ja, natürlich. Tja, in dem Fall ist der Gewinnerkuchen der hier. Er ist sehr realistisch. Nein. Aber das hier ist doch Schorsch. Jetzt falle sogar ich darauf rein. Dann gewinnt den Preis dieser hier. Frau Locke hat den Preis gewonnen. Seht ihr, er sieht aus wie ein Schokoladenkuchen, aber in Wirklichkeit ist es Erdbeerkuchen. Peppa, reichst du uns bitte den Pokal? Ja, hier ist ihr Pokal. Der Pokal ist auch aus Kuchen. Jetzt dürfen alle ein Stück Kuchen essen. Allen gefällt es, Kuchen zu essen, die wie andere Dinge aussehen. Oh je, ich habe meinen Hut verloren. Und allen gefällt es, von den Scheinkuchen reingelegt zu werden. Du bist stumm geschaltet. Wir hören dich nicht. Mama Wutz macht heute einen Videoanruf. Ach, egal. Lasst uns das später abrunden. Inzwischen... Tut mir leid, ich werde mich jetzt kurz stumm schalten. Bis gleich.
Hallo, Mama. Uns ist langweilig. Kannst du mit uns spielen? Ja. Ich bin leider mitten in einem Videoanruf. Dürfen wir auch einen Videoanruf machen? Bittet einfach Papa Wutz mit euch einen zu machen. Komm mit, Schorsch. Oh. Papa Wutz hat einen Videoanruf mit Oma und Opa Wutz gestartet. Hallo, Peppa. Und hallo, Schorsch. Hey, ich möchte auch im Bild sein, Schorsch. Schorsch, kannst du uns hören? Wo ist Peppa? Ich bin hier. Peppa hat sich über Papa Wutz Tablet zugeschaltet. Lasst uns das abrunden, Oma und Opa Wutz. Oh. Abrunden? Was meint sie denn? Sie meint wohl eine dieser runden Schaltflächen. Oh, das war falsch. Opa Wutz hat einen Filter eingeschaltet. Ach, ihr seid Roboter. Und Schorsch ist ein Schneemann. Und ich bin ein Spaghetti-Monster. Blub, 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 blub. Man kann viele lustige Filter auswählen. Oh je, was ist das denn jetzt? Oh, aha, das ist besser. Wo gehst du denn hin, Peppa? Jetzt sind zwei Peppas im Bild zu sehen. Hallo! Wenn du redest, hört man jetzt ein Echo, Peppa. Lass uns Mama anrufen. Oh, du bist stumm geschaltet. Ups. Das verstehe sogar ich. Entschuldigt bitte. Wo ist Papa? Ich bin hier. Dinosaurier! Jetzt sind alle beim Videoanruf dabei. Und alle sind jetzt Dinosaurier. Abendessen ist fertig. Es ist Zeit aufzulegen. Tschüss, Oma und Opa. Tschüss, bis bald. Tschüss. Wir haben für heute genug auf Bildschirme geguckt. Wir können es später abrunden. Ja. Peppa und ihre Familie sind heute am Flughafen. Sie fliegen mit einem Flugzeug nach Spanien. Fliegen alle hier mit uns nach Spanien? Dann muss das Flugzeug riesengroß sein. Wo müssen wir jetzt wohl hin? Hierher für den Flug nach Spanien. Keine Sorge, dort regnet es nicht. Aha, kommt mit, bleibt bei uns. Pässe und Tickets, bitte. Holla, Frau Mümmel. Das heißt Hallo auf Spanisch. Hola, ich wusste nicht, dass Sie Spanisch sprechen. ¿Cómo está, señor Wutz? Papa Wutz kann nicht Spanisch, aber er lernt es mit einer App. Calcetines? Nein, danke. Ich habe schon Socken. Da siehst du ganz anders aus, Mama. Das ist ein altes Foto. Hier sind die Pässe von Teddy und Dinosaurier. Dinosaurier! Danke. Jetzt wiege ich eure Koffer. Die dürfen nicht zu schwer sein fürs Flugzeug. Bis dann, Koffer. Wir sehen uns im Urlaub. Adios. Oh, Jemine. Dieser Koffer ist viel zu schwer. Sie müssen etwas herausnehmen, damit er leichter wird. Ein paar von denen müssen wohl woanders hin. Peppa und ihre Familie kommen jetzt zur Luftsicherheitskontrolle. Gebt bitte eure persönlichen Gegenstände hier rein und geht dann hier durch. Die Detektoren stellen sicher, dass wir nichts mitnehmen, was verboten ist in das Avion. So heißt Flugzeug auf Spanisch. Ihr dürft zusammen da durchgehen. Dinosaurier! Ups. Die habe ich vergessen. Tut mir leid. Was ist das?
Ah, das ist ein Rollsteig. Peppa und Schorsch sind auf dem Rollsteig. Damit können die Leute viel schneller ihr Ziel erreichen, als wenn sie normal gehen würden. Wow, hier sind so viele Läden. Und ein Massagesessel. Jetzt entspannen wir uns, bis der Flieger bereit ist. Dies ist der letzte Aufruf für den Flug nach Spanien allerseits. Beeilung! Oh nein, unser Flieger startet gleich. Peppa liebt es, mit ihrer Familie in den Urlaub zu fliegen. Und Flughäfen gefallen ihr besonders gut. Peppa hat sich heute verkleidet für Luzi Lockes Weltraumparty. Im Partybus. Ah, wir sind wieder sicher gelandet. Im Partybus gibt es viel zu tun. Hallo, Frau Außerirdische. Haben Sie Luzi gesehen? Ich bin Luzi. Ich bin keine echte Außerirdische. Und ich bin ein Roboter. Ich bin ein Stern. Und ich bin eine Weltraumprinzessin. Zip, zap, zoom. Willkommen an Bord, liebe Kinder. Wer ist bereit für eine Weltraumparty? Ja! Es gibt eine Weltraumtanzfläche, echt leckeres Weltraumessen. Das schmeckt wie Weltraum. Und natürlich Weltraumpartyspiele. Wer will Päckchen herumreichen spielen? Im Weltraum! Wenn die Musik stoppt, entfernt ihr eine Schicht Einpackpapier. Du bist dran, Klausi. Hurra! Oh nein, meine Roboterhände können kein Paket aufmachen. Das macht nichts. Roboter können viele andere Spiele spielen. Zum Beispiel Sternschnuppen fangen. Seid ihr bereit? Ja! Und fangen! Oh, beinahe! Ich krieg sie! Ups. Lasst uns was anderes spielen. Klebt das Auge auf den Außerirdischen. Oh, darf ich es bitte versuchen? Ich verbinde dir die Augen, damit du nichts siehst. Und los! Ups, Entschuldigung. Ich finde, es steht mir. Gibt es etwas, das Astronauten und Außerirdische und Sterne und Roboter und Prinzessinnen alle zusammentun können? Tja, wenn ihr euch alle anschnallt, dann können wir... Abheben in 3, 2, 1. Der Partybus hebt ab, genau wie ein richtiges Raumschiff. Wow. Es macht Spaß, durch den Weltraum zu fliegen. Schaut, eine fliegende Untertasse. Alle haben einen Riesenspaß im Partybus. Eine Außerirdische und ein Roboter. Und ist das eine Astronautin? Juhu! Und alle lieben es, durch den Weltraum zu fliegen. Die Kinder besuchen heute den Keramikladen, weil Gerald Giraffe Geburtstag hat. Bitte, Herr Bulle. Ich bin es nicht, ehrlich. Hallo allerseits, hier lang. Machen Sie bitte nichts kaputt, Herr Bulle. Ihr dürft alle Keramikgegenstände bemalen. Wie auch immer ihr wollt. Die einzige Regel ist, hab Spaß! Ich werde eine Tasse bemalen für Mama und Papa. Oh, ich auch. Und ich auch. Werd ich auch. Ich auch. Gerald Giraffe kann sehr gut malen. Das sieht klasse aus, Gerald. Danke, Peppa. Was malst du denn? Ich male auch eine Giraffe. Ich auch. Und ich auch. Ich auch. Oh. Alle wollen eine Giraffe malen. Genau wie Gerald. Wie malt man eine Giraffe, Emily? Ich weiß es nicht. Ich kopiere einfach Luzi. Und ich kopiere Peppa. Und ich kopiere Gerald. Peppas Freunde malen alle voneinander ab. Fertig. Oh, ich bin auch fertig.
fertig. Fertig. Ich auch. Ja. Meine sieht komisch aus. Meine ja, auch. Komisch. Das ist doch klar, weil ihr habt alle voneinander abgemalt. Ihr habt sicher mehr Spaß, wenn ihr malt, was ihr malen wollt. Oh. Entschuldigung. Ich bemale das. Es sieht aus wie das Boot von Papa. Ich bemale eine Schüssel für die Brille meiner Oma. Sie verliert sie nämlich immer. Ich bemale eine Teekanne für meine Mama mit einem großen Rüssel. Und ich male eine schöne Schlammpfütze für meinen Papa. Alle malen jetzt etwas, das ihnen wichtig ist. Und allen macht es großen Spaß. Papa, schau dir mein Bild an. Ich hab das für dich gemacht. Wow, Peppa, es sieht aus wie eine riesige Schlammpfütze. Allen gefallen ihre bemalten Keramikgeschenke. Ich denke, Sie könnten noch etwas von den Kindern lernen, Frau Mümmel. Aber das sind... Okay, das war wirklich ich. Entschuldigung. Heute Abend wollen Mama und Papa Wutz auswärts ein Valentinstagsessen genießen. Mama Wutz hat ein Taxi bestellt. Es ist schon fast da. Hurra! Ja. Oh. Bitte einsteigen, Madame. Mama Wutz hat versehentlich ein Spezialtaxi bestellt, das man Limousine nennt. Eine Limousine. Wie romantisch. Kitzlig. Wohin geht's, meine Damen und Herren? Zum Haus von Oma und Opa Wutz, bitte, wenn Sie so freundlich wären. Peppa und George werden dort Abendessen. Abendessen! Okay, beruhigt euch mal, ihr zwei. Diese Musik erinnert mich an Venedig. Die Reise nach Venedig war wundervoll. Jetzt ist es eine Disco-Limo. Das hier gab es in Venedig nicht. Lust auf Schokolade, Mama Wutz? Darf ich davon? Kriegen wir auch ein paar, Papa? Schokolade! Okay, aber nicht zu viele. Peppa und George lieben Schokolade. Vielleicht sogar etwas zu sehr. Dann werde ich die hier nehmen. Können wir wieder die Disco-Musik hören? Nur bis wir bei Oma und Opa Wutz ankommen. Bitte! Hallo, frohen Disco-Valentinstag allerseits. Oui. Oui. An damals in Paris, Opa Wutz. Jeder liebt es, Valentinstag zu feiern. Aber Mama und Papa Wutz genießen die Fahrt in der Disco-Limo am allermeisten. Peppa und Luzi spielen heute zusammen im Baumhaus. Oh, hallo Luzi. Leiste mir Gesellschaft. Wie unglaublich aufmerksam von dir. Sie spielen, erwachsen zu sein. Lasst uns eine köstliche Tasse Tee trinken. Mensch,
Sind dir die Wetterkapriolen aufgefallen? Jemand ist an der Tür. Entschuldigt die Störung. Deine Mama bringt dich jetzt nach Hause, Luzi. Wir wollten gerade zusammen Tee trinken wie Erwachsene. Dürfen wir heute im Baumhaus übernachten, Opa? Bitte. Klar dürft ihr das. Du und Luzi könnt im Baumhaus schlafen. Opa Wutz und ich zelten hier draußen und passen auf euch auf. Peppa und Luzi freuen sich riesig darauf, im Baumhaus zu übernachten. Hier sind eure Schlafsäcke, Kissen, viele Kuscheltiere und das Beste, eine Laterne mit Sternenmuster. Wow! Tada! Ist schon fertig. Schätze, die brauche ich nicht. Opa Wutz freut sich darauf, im Zelt zu übernachten. Schätze, ich brauche sie doch, wenn er es neu aufgestellt hat. Es ist Schlafenszeit. Daher gehen Opa und Oma Wutz in ihr Zelt. Gute Nacht, ihr zwei. Wir sind gleich hier, falls ihr uns braucht. Guck, Luzi, mein Schatten ist riesengroß. Meiner ist ein Vogel. Piep, 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 piep. Und meiner ist ein Schmetterling. Es ist wahnsinnig laut. Oma Wutz, wir brauchen dich. Ist alles in Ordnung? Da war ein extrem lautes Geräusch. Oh je. Du meine Güte. Ist es ein Monster? Oh nein, es sind keine Monster hier. Es ist nur Opa Wutz, der schnarcht. Peppa und Luzi lieben es, im Baumhaus zu übernachten. Was soll das denn? Was ist denn passiert? Sogar wenn Opa Wutz direkt daneben schnarcht. Hallo! Peppa und ihre Familie sind in einem Sandwichladen, um Mittag zu essen. Peppa, in diesem Sandwichladen wird nicht an der Theke bestellt, sondern hier auf diesen Spezialbildschirmen. Tut mir leid. Versuch doch mal ein Sandwich zu bestellen, Peppa. Hier kannst du die Zutaten auswählen, mit denen dein Baguette belegt werden soll. Ich habe mega Hunger. Ich möchte ein wirklich großes, langes Baguette, bitte. Salat, Tomaten und ganz viel Käse. Peppa wählt sehr viel Käse aus. Daher wird ihr Sandwich immer größer und größer. Ich weiß, dass du hungrig bist, Peppa. Aber das ist wohl etwas zu viel Käse. Okay. Jetzt drückst du hier auf Bestellen, dann wird dein Sandwich gemacht. Die Köche haben Peppas Bestellung erhalten und machen sich sofort an die Arbeit. Es sieht so lecker aus. Und so käsig. Jetzt kann sich Schorsch sein Sandwich bestellen. Guck, dieses Kindermenü kommt mit einer besonderen Überraschung. Überraschung! Schorsch wartet ungeduldig auf seine Überraschung. Jetzt ist Mama Wutz dran mit Bestellen. Ich hätte gerne dasselbe wie immer. Tomatenpilze, 6 Essiggurken, 2 Käsescheiben, Oliven, keine Salatgurken, eine halbe rote Paprikaschote und Chilisauce in einem Vollkornbaguette. Hast du Salatgurken gesagt? Nein! Schorsch, nein! Schorsch, nein! Ich schätze mal, es ist gut, was Neues auszuprobieren. Peppa und Schorsch genießen ihr Mittagessen, während Mama Wutz noch auf ihr Spezialsandwich wartet. Es ist so käsig! Dinosaurier!
Überraschung. Jetzt wird Mama Wutz Brötchen zubereitet. Es wird etwas größer, als sie erwartet hat. Es ist fertig, Mama. Oh, so groß. Das kann ich niemals alleine aufessen. Wollen Sie mitessen? Oh, es ist ziemlich scharf, oder? Aber wirklich lecker. Mein neues Lieblingssandwich. Alle genießen ihre Sandwiches. Sogar Mama Wutz, die eigentlich ein anderes Sandwich wollte. Peppa und ihre Spielgruppe besuchen heute eine Schokoladenfabrik. Darf ich bitte von der Schokolade kosten, Frau Mümmel? Ja, klar, Peppa. Hurra! Aber erst muss sie noch gemacht werden. Oh. Peppa freut sich riesig darauf, Schokolade zu machen. Wie macht man sie denn, Frau Mümmel? Mit dieser Maschine. Hallo, Maschine. Machst du mir bitte ein bisschen Schokolade? Danke, Maschine. Ja. Darf ich sie jetzt kosten, bitte? Noch nicht, Peppa. Wir müssen sie erst dekorieren. Folgt mir. Alle sind begeistert, die Schokolade dekorieren zu dürfen. Jeder von euch darf eine Tafel Schokolade verzieren. Das sieht aus wie eine Schlammpfütze. Oui, aber spring nicht hinein, Peppa. Und zum Dekorieren dürft ihr alles nehmen, was auf dem Tisch da liegt, solange es lecker ist. Meine ist eine Karottenschokoladentafel. Ganz köstlich. Meine ist eine Käseschokoladentafel. Piep, jam, jam. Und meine ist eine Spaghetti-Schokoladentafel. Oh. Erdbeerstreifen sehen nämlich aus wie Spaghetti. Fabelhaft. Darf ich denn die Schokolade vielleicht jetzt kosten, Frau Mümmel? Beinahe, Peppa. Die Schokolade muss zuerst im Kühlschrank abkühlen. Der Kühlschrank ist sehr kalt. Darin wird die flüssige Schokolade zu harten Schokoladentafeln. Und fertig! Hurra! Dürfen wir jetzt bitte die Schokolade kosten, Frau Mümmel? Noch nicht, Pep. Oh, warte. Doch, jetzt schon. Sehr lecker. Ganz zu fiebelfabelhaft. Stimmt etwas nicht, Peppa? Nein. Mir hat es nur so gut gefallen, als die Schokolade flüssig war, wie eine Schlammpfütze. Da hast du Glück. Denn ich habe noch eine Überraschung für euch. Und zwar... ein großer Schokoladenbrunnen. Der sieht ja aus wie eine riesengroße Schokoladenschlammpfütze. Und hier ist viel gesundes Obst. Das könnt ihr eintauchen. Dankeschön, Frau Mümmel. Peppa liebt Schlammpfützen. Insbesondere dann, wenn sie aus Schokolade sind. Peppa und Mama Wutz fahren heute mit Autoscootern auf dem Jahrmarkt. Du kriegst mich nicht, Luisa. Oh, doch, warte nur. Komm mit, Peppa. Wir haben etwas entdeckt. Eine Wildwasserbahn. Da spritzt es extrem. Ich liebe es, wenn es spritzt. Mann. Wird nass? Mama Wutz mag keine Fahrgeschäfte, bei denen man nass wird. Wie wäre es mit einem Fahrgeschäft, bei dem es nicht spritzt? Wie diese Bank hier. Oh, das macht Spaß. Ui! Hier setzen wir uns hin, aber nachher. Komm schon, Mama! Alle sind bei der neuen Wildwasserbahn angekommen. Sie heißt Selleriestick-Wasserfall. Stopp! Oh, das spritzt ja gewaltig. Ja, es spritzt ganz, ganz extrem. Erwachsene nach vorne! Das heißt, du, Mama Wutz, sitzt hier. Oh, klar. Okay. Viel Vergnügen! Oh, hier ist es ja ganz nett.
Zuerst steigt das Boot ganz hoch hinauf. Plitsch, platsch, nass. Wir haben alle Spaß. Nicht jeder hier wird gerne nass. Juhu! Soll es ein bisschen spritzen, viel spritzen oder extrem spritzen? Es soll extrem spritzen, bitte. Ja! Okidoki, bereit? Ja! Nein. 5 gegen 1 und los geht's! Die Wasserbahnfahrt ist sehr rasant und es spritzt gewaltig. Tja, endlich bin ich trocken. Nein, ich schon wieder. Yay! Das war fantastisch! Es hat wirklich sehr extrem gespritzt. Mama, was tust du denn da? Das Gespritze war fantastisch! Fahren wir nochmal! Ja! Jetzt liebt Mama Wutz es auch, wenn es extrem spritzt. Ja! Peppa und ihre Spielgruppe machen heute eine Klassenfahrt. Hallo allerseits! Seid ihr bereit für die Klassenfahrt in meinem schönen neuen gelben Bus? Oh! Oh, was ist mit dem alten blauen Bus passiert, Frau Mümmel? Ich hatte am Wochenende eine Panne, als ich eine gemütliche Spazierfahrt unternahm. Oh je, für Frau Mümmel und ihren Bus ist das Rennen vorbei. Er ist beim Mechaniker für ein paar kleinere Reparaturen. An diesem Bus muss so ziemlich alles repariert werden. Peppa und ihre Freunde sind noch nie in einem großen gelben Bus gefahren. Alle anschnallen! Fertig! Geht es los? Oh. Ups, ich probier's gleich nochmal. Frau Mümmel ist es nicht gewohnt, diesen Bus zu steuern. Yeah! Wow! Der gelbe Bus fährt Madame Gazelle etwas zu schnell. Frau Mümmel, kann der gelbe Bus Musik abspielen? Der gelbe Bus kann ganz viele Dinge. Es kann das hier. Und das. Yeah. Und das. Yeah. Und natürlich das. Der gelbe Bus kann Musik sogar sehr laut abspielen. Können wir die Musik etwas leiser drehen? Natürlich, Madame Gazelle. Oh. Warum singen wir nicht einfach ein Lied? Die Räder am Bus drehen sich rundherum. Rundherum, rundherum. Die Räder am Bus drehen sich rundherum. Den ganzen Tag. Spielen wir, ich sehe was, was du nicht siehst. Gute Idee. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das beginnt mit dem Buchstaben S. Straße. Nein. Sonne? Nein. Einen super großen Lastwagen. Oh. Hallo, Herr Sonne. Hallo. Peppas Spielgruppe hat den Zielort für den Ausflug erreicht. Deswegen steigen jetzt alle aus. Ich würde am liebsten den ganzen Tag im gelben Bus bleiben. Keine Sorge, ich bringe euch später mit dem Bus wieder nach Hause. Es macht allen Spaß, mit dem gelben Bus zu fahren. Allen außer Madame Gazelle. Und Schorsch sind heute auf einem Jahrmarkt. Mäh. Hallo, Peppa. Bist du schon im Spaßhaus gewesen? Was ist ein Spaßhaus? Es ist ein Gebäude auf dem Jahrmarkt mit vielen lustigen Räumen und ulkigen Gängen. Dürfen Schorsch und ich ins Spaßhaus gehen? Bitte. Bitte? Hallo, Frau Mümmel.
2 für das Spaßhaus. Für den Eintritt ins Spaßhaus muss Mama Wutz bei Frau Mümmel Coupons kaufen. Aber die Coupons kosten mehr Münzen, als Mama Wutz gedacht hat. Oh. Danke, Mama Wutz. Hier entlang. Oh. Das ist die lustige Wackelbrücke. Überquert sie, um den Rest vom Spaßhaus zu sehen. Peppa überquert die Brücke ganz langsam und vorsichtig. Aber Schorsch findet es lustig, über die Brücke zu rennen. Deine Taktik ist viel besser, Schorsch. Gratulation! Jetzt müsst ihr den Pfeilen folgen. Hier entlang, Schorsch. Diese Spiegel haben so lustige Formen. In diesen Spiegeln sieht Peppas und Schorschs Spiegelbild wirklich sehr komisch aus. Dieser Spiegel lässt mich riesengroß aussehen. Und du siehst aus, als hättest du einen riesigen Kopf, Schorsch. In dem da siehst du richtig rund aus. Rund. Und in diesem Spiegel sehe ich ja aus wie Frau Mümmel. Ja, denn ich bin wirklich Frau Mümmel. Folgt mir in den sich drehenden Tunnel. Der Tunnel im Spaßhaus dreht sich immer und immer wieder. Und hier bläst ein starker Wind. Schau mal, nach dem Tunnel können wir die Rutsche runterrutschen. Rutsche! Ich helfe dir, Schorsch. Wo bleiben Sie denn so lange? Ich hoffe, Sie finden raus. Und wie war's? Das Spaßhaus hat wirklich Spaß gemacht. So soll es sein. Jeder liebt das Spaßhaus. Denn das Spaßhaus macht großen Spaß. Hi! Peppa geht heute in Luisa Löffels Bau. Tschüss, Mama! Oh! Peppa ist heute bereits in Luisa Löffels Bau. Peppa ist hier, um ein neues Videospiel zu spielen. Es heißt... Karottenfinder! Möchtest du es spielen? Ja, bitte! Ich bin wirklich einsame Klasse im Spiele spielen. Oh je, Peppa weiß nicht, wie man das Spiel startet. Ich bin wirklich einsame Klasse im Spiele spielen. Aber es würde vielleicht mehr Spaß machen, wenn du das Spiel startest, Luisa. Oh ja, ich wusste das. Als erstes suchst du ein Häschen aus. Dann hoppelst du herum und findest die Karotten. Oh ja. Peppa ist einsame Klasse im Spielen von Videospielen. Aber bei dem hier braucht sie vielleicht etwas Hilfe. Zeigst du mir, wie man Karotten findet, Luisa? Genau so! Ja! Ich bin gut darin. Oh. Ich bin dran. Wow! Luisa Löffel ist wirklich einsame Klasse in diesem Spiel. Wow! Du kannst wirklich super gut Karotten finden, Luisa. Ich hab ja auch ganz viel Übung darin. Wollen wir jetzt zusammen spielen? Man kann als Team spielen. Ja! Juhu! Hab sie! Ja. Hier ist eine! Da ist eine! Whee. Neue Rekordpunktzahl! Hurra! Peppa und Luisa sind zusammen ein sehr gutes Team. Rosi, Robby, was macht ihr denn da? Oh. Hä? Hallo, ihr beiden! Habt ihr die Zwillinge gesehen? Sie sind mit unserem Essen davon. Wir werden sie finden. Wir können nämlich gut Karotten finden. Und Babyhäschen. Ein hab ich, Rosi. Hab dich. Hier ist Nummer 2. Robby, hab ihn. Ist noch gut. Peppa und Luisa sind sehr gute Karottenfinder. Ja!
Im Grunde sind Peppa und Luisa sogar wirklich einsame Klasse im Karottenfinden. Hallo, Kinder! Habt ihr euch daran erinnert, T-Shirts mitzubringen? Heute ist die Kunststunde in Peppas Spielgruppe besonders, weil T-Shirts mit Batikmustern gefärbt werden. Was ist denn Batik, Madame Gazelle? Batik ist eine spezielle Art, T-Shirts zu färben, mit ganz vielen verschiedenen Farben, so wie das hier. Oh, ich dachte, wir färben Krawatten. Die ist von Opa. Keine Problem, Klausi. Es geht mit jedem Stoff. Dann färbst du einfach dein Krawatte. So, lass uns loslegen. Vorher ziehen sich alle noch Schutzhandschuhe, Schutzbrillen und Schutzmäntel an. Zuerst geben wir ein paar Tropfen von der Farbe ins Wasser. Das ist eine Spezialfarbe für Kleidung. Oh! Ihr könnt die Farben mischen, wie ihr wollt. Aber es braucht nur wenige Tropfen. Tada! Ich färbe jetzt mein T-Shirt rot. Blau und gelb zusammen wird zu grün. Ich färbe meine Krawatte pink. Richtig pink. Ich färbe mein T-Shirt wie einen Regenbogen. Zusammengemischt wird aus den Farben braun, wie braune Schlammpfützen. Sie sind nicht mehr Regenbogenfarben. Oh. Keine Sorge, Gerald. Du kannst dein T-Shirt immer noch regenbogenfarbig machen, wenn du es in viele verschiedene Farben eindüngst. Machen wir mein T-Shirt auch regenbogenfarbig? Natürlich. Wir machen alle T-Shirts regenbogenfarbig. Zuerst drückt ihr euer T-Shirt fest zusammen. Dann wickelt ihr Gummibänder drumherum, nämlich drücken so. Drücken und... Oh. Nachdem ihr das gemacht habt, fangt ihr mit dem Färben an. Und zwar Stück für Stück. Genau so. Plitsch! Platsch! Platsch! Es macht allen Riesenspaß, ihre T-Shirts in verschiedene Farben einzutunken. Jetzt sieht es aus wie ein Regenbogen. Peppa hat unabsichtlich ihren Schutzmantel mit bunten Flecken bekleckert. Deshalb tragen wir Mäntel, um unsere Kleidung zu schützen. Lasst uns mehr Dinge färben. Die Vorhänge oder die Stühle oder ihre Handtasche. Bleiben wir fürs Erste bei den T-Shirts und der Krawatte. Wir engen sie jetzt draußen auf. Dann sind sie am Ende des Schultags getrocknet. Die Spielgruppe ist aus und die gefärbten Kleidungsstücke sind fertig. Guck, Papa, das ist ein Regenbogen. Oh, das sieht fantastisch aus. Meins sieht unten wie eine Schlammpfütze aus. Das ist deine sehr pink gefärbte Krawatte, Opa Clef. Alle lieben es, Kleidung in Batikmustern zu färben und die Kleidung dann zu tragen. Hi-ya! Peppa und Papa Wutz nehmen heute am Karateunterricht von Herrn Bulle teil. Hi-ya! Wow, guck, Papa. Oh, ja, beeindruckend. Willkommen allerseits. Beim Karate ist es wichtig, sich zu verneigen, um Respekt zu zeigen. Verzeihung, Herr Bulle. Ja, junge Peppa. Wieso haben unsere Gürtel verschiedene Farben? Oh, die Gürtel zeigen, wie viel Erfahrung man hat. Meiner ist schwarz, weil ich schon ganz lange Karate betreibe. Peggy und Pandora tragen orangefarbene Gürtel, weil sie schon viel Unterricht hatten. Und weil dies deine erste Stunde ist, tragen du und Papa Wutz weiße Gürtel. Oh, können wir jetzt versuchen, das Brett zu zerschlagen? Ich denke, dafür sind wir noch nicht bereit. Ganz richtig, dafür braucht es viel Übung. Also legen wir los. Alle Männer! Beim Karate muss man schnell sein und springen können. Hopp. Ah, geschafft. Sehr schön. Als nächstes lernen wir, wie man richtig atmet. Oh, ich bin Experte, was Atmen anbelangt. Ich mach das schon mein Leben lang. Einatmen. Ichi, ni, san, shi. Ausatmen. Ichi, san, shi. Ach, Herr Bulle, wieso sprechen Sie überhaupt übers Knie? Über das Knie? Oh nein, so zählt man bis vier auf Japanisch. Ichi, ni, san, shi, ja? Oh.
Alles klar, jetzt machen wir Gleichgewichtsübungen. Peggy, Pandora, macht es uns bitte vor. Um gut in Karate zu sein, muss man ein sehr gutes Gleichgewicht haben. Gut so, jetzt seid ihr dran. Toll, das üben wir nächstes Mal weiter. Herr Bulle, dürfen wir jetzt endlich das Brett zerschlagen? Jetzt ist was anderes dran. Der Roboter. Oh, der Roboter? Streckt euren Roboterarm hoch. Ha. Und jetzt streckt ihr den Roboterarm runter. Ha. Roboterarm hoch. Arm hoch, Arm runter. Hallo, Roboter Papa. Hallo, Roboter Peppa. Herr Bulle hat ein Spezialbrett vorbereitet. Aber Papa Wutz ist sich nicht sicher, ob er und Peppa dafür bereit sind. Keine Sorge, dieses Brett besteht aus sehr weichem Schaumstoff. Gut, Peppa, bist du bereit, dieses Brett zu zerschlagen? Aber ich weiß nicht wie. Doch, das weißt du. Roboterarm hoch und Roboterarm wieder runter. Hi-ja! Ich hab's geschafft! Und um das zu feiern, bekommst du einen ganz speziellen Gürtel. Peppa und Papa Wutz fanden ihre erste Karatestunde zusammen super. Und Peppa liebt ihren neuen Gürtel. Peppa und ihre Freunde besuchen heute einen besonderen Erlebnispark. Komm schon, Edmund, du kannst das auch. Es macht Riesenspaß. Wow. Oh. Gut gemacht, Edmund. In diesem Raum steht ein Schwebebalken. Man muss ihn überqueren, ohne dabei ins Kugelbad zu fallen. Wenn ihr weiterhin als Team arbeitet, schafft ihr es bis ganz ans Ende, ohne in eins der Kugelbäder zu fallen. Ich kann gut balancieren. Geht mir nach. Jetzt müssen auch Schorsch, Peppa und Edmund Elefant über den Schwebebalken gehen. Aber Edmund fällt es etwas schwer, den Schwebebalken zu überqueren. Versuch seitwärts zu gehen, Edmund. Probieren wir es doch zusammen. Hurra! Jeder hat es über den Schwebebalken geschafft. Jetzt müssen sie durch diesen Raum schaukeln. Das sieht schwer aus. Man schaukelt damit wie mit einer Schaukel im Park, Emily. Pass auf! Wie? Peppa ist eine Meisterin im Schaukeln. Hurra! Halt dich gut fest, George. Du bist dran, Edmund. Nur Edmund Elefant hat ein bisschen Angst davor. Wieso schaukeln wir nicht gemeinsam, Edmund? Als ein Team? Gute Idee! Hui! Geschafft! Danke, Emily! Jeder hat es mit der Schaukel auf die andere Seite geschafft. Ihr seid bisher ein tolles Team. Ein Raum fehlt euch noch. Das ist der letzte Raum. Aber es führt kein Weg über das Kugelbad. So weit können wir doch nicht springen. Und es gibt auch keine Schaukel. Dieser Raum ist sowas wie ein Rätsel. Keinem fällt die Lösung dafür ein, wie man über das Kugelbad kommt. Oh, ich hab's! Aber Edmund Elefant kann super Rätsel lösen. Ich bin eben ein Schlauberger. Jeder hat den Erlebnisparcours erfolgreich bewältigt. Das war wirklich clever, Edmund. Edmund? Edmund Elefant kann es nicht erwarten, das Ganze nochmal zu machen. Peppa und ihre Spielgruppe sind heute zu Besuch in einer Saftfabrik. Dort lernen sie, wie Saft gemacht wird. Und das hier ist die Saftpresse. Sie presst den ganzen Saft aus den Orangen raus. Darf ich auch ein paar Orangen pressen, Frau Mümmel? Natürlich. Jeder von euch darf das. Hurra! Orangen zu pressen macht allen großen Spaß. Aber es ist wirklich harte Arbeit. Meine Hände sind müde. Kein
kein Problem, denn als nächstes seht ihr den Saftstampfer. Oh. Die großen Stiefel des Stampfers quetschen den ganzen Saft aus den Erdbeeren heraus. Darf ich mal stampfen, Frau Mümmel? Ja, das dürft ihr natürlich alle. Hurra! Schlüpft in diese Stiefel und stampft drauf los. Das ist genauso wie beim Springen in Schlammpfützen. Das habt ihr gut gemacht. Und jetzt folgt mir bitte. Hier kommt der Saft in Getränkekartons. Die Farbe des Safts muss mit der Farbe des Kartons übereinstimmen. Welcher Saft passt hier dazu? Piep. Er ist rot. Ist es Erdbeere? Gut gemacht, Mandy. Drück den roten Knopf, um ihn zu füllen. Und was ist mit diesem hier? Er ist grün. Also Apfel. Ganz genau, Luzi. Und der hier? Er hat ganz viele Farben. Gut gemacht, Peppa. Du hast gerade eine neue Geschmacksrichtung erschaffen. Ich nenne ihn Regenbogensaft. Jeder findet, dass der Regenbogensaft wirklich ganz köstlich aussieht. Das hier ist der Probierraum. Hier stellen wir sicher, dass alle Säfte super mega lecker sind. Oh. Damit es Spaß macht, müsst ihr erraten, welchen Saft ihr da probiert. Peppa und ihre Spielgruppe lieben es, Säfte zu probieren. Miam, das ist Orangensaft. Das ist Apfelsaft. Das schmeckt wie alle Säfte zusammen. Ja, denn es ist dein spezieller Regenbogensaft. Miam, miam, miam. Peppa lernt gern mehr über Säfte. Und sie liebt ihren leckeren Regenbogensaft. Peppa Wutz und ihre Freunde sind heute ins Aquarium gegangen. Und sie tun alle so, als seien sie Fische. Miau, was ist das? Oh, das ist ein Tintenfisch. Er hat 8 lange, lustig wackelnde Beine. Oh. Eigentlich hat ein Tintenfisch nur 2 lustig wackelnde Beine. Die restlichen 6 sind lustig wackelnde Arme. Wackel, 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 wackel. Oh. Oh. Wow. Ich hätte auch gern eine Regenbogenflosse. Ja. Lass uns Meerjungfrauen sein. Nee, aber wir haben keine Meerjungfrauenflossen. Die stellen wir uns vor. Hurra! Peppa und Luzi tun so, als seien sie Meerjungfrauen mit langen, hübschen Flossen. Hallo, Seepferdchen. Wir können genauso herumschwimmen wie ihr. Das ist so wunderschön. Was ist das? Das ist eine Auster. In ihr befindet sich eine Perle. Eine Perle? Was ist eine Perle? Ein sehr hübscher Gegenstand, der wunderschön funkelt. Oh. Dürfen wir sie öffnen und sehen? Austern öffnen sich erst, wenn sie bereit sind. Wir müssen also geduldig sein. Ich kann die Perle nicht sehen. Verzeihung, Herr Auster, machen Sie uns bitte auf. Wir sind auch so geduldig. Sagen Sie A, wie bei einem Zahnarzt. Oh, es klappt einfach nicht. Die kitzeln extrem. Kitzeln wir sie, damit sie aufgeht. Die Meerjungfrauen Peppa und Luzi kitzeln die Auster, um sie dazu zu bringen, dass sie sich öffnet. Sie kitzeln und kitzeln und kitzeln. Aber die Auster öffnet sich immer noch nicht. Es funktioniert nicht. Wir werden die Perle nie sehen. Wir müssen einfach abwarten. Da ist die Perle!
ist so wunderschön. Die Auster hat sich endlich geöffnet. Wow. Und die Perle darin ist wirklich sehr hübsch. Oh. Wackel, wackel. Ich würde so gerne die Perle sehen. Kann man sie denn irgendwie öffnen? Nein, Klausi. Wir müssen Geduld haben. Jeder weiß, dass es schwer sein kann, geduldig zu sein. Aber Peppa und Luzi wissen, dass sich das Warten für die wunderschöne Perle auszahlt. Marmelade, Eier, Tomaten, Kokosnuss und Wackelpudding. Es ist Muttertag und Peppa und Schorsch wollen Mama Butz mit einem ganz besonderen Frühstück überraschen. Oh, ihr habt ja schon ohne mich angefangen. Was soll es denn geben, kleine Köche? Toast! Toast mit allem Drum und Dran. Gut, lasst uns loslegen. Oh, guck dir das an, Peppa. Gut gemacht, George. Ups, das war etwas zu viel. Vorsicht, George. Geben wir uns Mühe. Mamas Frühstück muss besonders gut werden, damit sie sieht, wie lieb wir sie haben. Ganz genau. Toast! Tada! Jetzt ist die Marmelade dran. Mama liebt Toast mit Marmelade. Auch Schorsch liebt Toast mit Marmelade. Mama Wutz freut sich schon riesig auf ihr leckeres Frühstück im Bett. Aber das Frühstück riecht etwas angebrannt. Der Toast, Papa, der Toast! Eine Sekunde, Peppa. Diese Toastscheiben kommen besser nach unten. Gute Idee. Schnell, Mama Wutz wird bald aufwachen. Schorsch! Schorsch hat Marmelade so gern, dass er alle Marmeladentoasts aufgegessen hat. Zum Glück gibt es noch viele andere Zutaten. Eier und Bohnen. Tomaten und Salatgurken. Käse und Senf. Wackelpudding. Eine ganze Kokosnuss. Ja! Ich sehe mal besser nach Ihnen. Eins, zwei, drei. Alles Gute zum Muttertag! Was für eine Überraschung! Es gibt Toast mit allem Drum und Dran. Mit allem bis auf Marmelade. Mama Wutz schmeckt ihr Toast mit allem Drum und Dran. Auch ohne Marmelade liebt sie ihr Muttertagsfrühstück. Es ist Ostern und Peppa und ihre Familie veranstalten eine Osterparty. Ich liebe es, Ostereier zu bemalen. Aber ich wünschte, sie wären Schokoladeneier. Der Osterhase versteckt später vielleicht Schokoladeneier im Garten. Und wenn ihr sie findet, gebt ihr sie in eure Körbe. Wie viele Eier bringt denn der Osterhase? Wie groß ist der Osterhase? Schmeckt dem Osterhasen Schokolade? Na klar. Besteht der Osterhase aus Schokolade? Hat jemand von euch die Weidenkörbe gesehen? Ich sehe hier drüben nach, Papa Wutz. Ich hab's. Fragen wir den Osterhasen doch einfach selber. Peppa und ihre Freunde denken sich einen Plan aus, um den Osterhasen zu erwischen. Der Osterhase lebt bestimmt in einer Höhle und isst Karotten, so wie Luisa. Dann lasst uns ein Loch buddeln und Karotten hinlegen. Dann kommt er vielleicht und isst. Yeah. Die Höhle ist bereit für die Karotten. Ja! Jetzt müssen wir uns verstecken. Die Karotten sind gewachsen. Wie lustig. Ich erinnere mich gar nicht, Karotten gepflanzt.
Wer hat dieses Loch in Kaninchengröße gegraben? Oh je, Mama Wutz sitzt im Loch fest und keine Spur vom Osterhasen. Ich hab's. Oh, ich schätze, ich muss mir selbst raushelfen. So, wenn der Osterhase die Karotten schnappt, wird diese Glocke hier klingeln. Oh. Der Osterhase kommt. Oh je, es ist gar nicht der Osterhase, sondern Frau Löffel. Oh, tut mir leid, Kinder. Habt ihr mit der Karotte Musik gemacht? Mama! Ruff, ich hab's. Wenn wir unsere Körbe hier hinstellen, wird der Osterhase kommen und sie mit Eiern füllen. Tun wir so, als seien wir Blumen, damit uns der Osterhase nicht sieht. Peppa und ihre Freunde warten auf den Osterhasen, aber... Ach, die Körbe sind hier. Nein, Papa. Damit legen wir doch den Osterhasen rein. Oh, entschuldige, Peppa. Dieses Jahr wird der Osterhase wohl gar nicht kommen. Ein Schokoladenei! Während Peppa und ihre Freunde versucht haben, den Osterhasen zu erwischen, hat der Osterhase Eier versteckt. Vielleicht ist der Osterhase schlauer, als ihr denkt. Macht euch auf die Suche! Alle lieben es, nach Eiern zu suchen. Und alle lieben den Osterhasen dafür, dass er sie versteckt. Danke, Osterhase! Hallo und herzlich willkommen! Es ist ganz wunderbar, eine Königin zu sein. Peppa tut heute so, als sei sie eine Königin mit ihrem eigenen Turm. Peppa hat sich ihre Stadt aus Bauklötzen gebaut. Oh, hallo, Eure Majestät. Was für ein wunderschöner Turm. Oh, und mir gefallen auch deine Enten, Schorsch. Quack, quack. Mein Turm ist wirklich wahnsinnig hoch. So kann ich nämlich sehen, was alle Leute so machen. Oh nein! Nicht mein Turm! Quack, quack, quack! Nein, Schorsch. In dem Spiel gibt es keine Riesenenten. Lässt du Schorsch bei deinem Spiel mitspielen, Peppa? Zu zweit macht es doch immer mehr Spaß. Okay. Schorsch, spielen wir Baumeister und reparieren das Schloss, das du zerstört hast. Etwas nach links, etwas nach rechts. Schau vor, Eure Majestät. Oh, Ente! Nein, Ente. Eine Riesenente. Seht nur. Schorsch! Vorsicht mit den Enten, Schorsch. Klötzchenland ist nichts für Enten, Schorsch. Ich will mit dir in Zukunft nie wieder spielen. Das meinst du sicher nicht so, oder, Peppa? Doch, das tue ich. Ich bin die Königin von Klötzchenland. Und Königinnen können spielen, was immer sie wollen. Königin Peppa spielt viele Spiele. Aber keines der Spiele macht allein wirklich Spaß. Als Königin ganz allein zu sein, ist gar nicht so wunderbar. Was passiert denn jetzt? Oh je, Papa Wutz saugt Staub und deswegen wackelt der Boden. Oh nein, mein Turm wird so sicher einstürzen. Eine Riesenente? Oh, tut mir leid, Herr Ente. Verzeihung, Eure Majestät, ich sauge später weiter. Du hast den Turm gerettet, Schorsch. Wollen du und deine Enten mit mir spielen? Peppa spielt unheimlich gern, aber am allerliebsten spielt sie mit Schorsch zusammen. Juhu! Der Schatzzug ist jetzt endlich unterwegs! Tschu-tschu! Ja! Peppa Wutz und Klausi Kleff steuern einen Zug voller Gold, Silber und Brokkoli!
Ist Brokkoli ein Schatz? Ja, dieser Spezialbrokkoli besteht nämlich aus funkelnden Diamanten. Peppa und Klausi fahren in Wirklichkeit gar keinen Zug. Sie stellen sich das Ganze nur vor. Hurra! Stopp! Im Namen der, Räuber! Oh nein! Pedro Pony und Luzi Locke tun so, als seien sie Zugräuber. Kriegen wir bitte all eure Schätze? Bitte. Nein! Oh, okay. Du musst doch versuchen, unseren Schatz zu stehlen, Luzi. Haha! Wir haben sie gestohlen! Wir haben all eure Schätze! Hurra! Und was tun wir jetzt? Ihr entwischt! Oh ja! Ja! Kommt zurück, ihr miesen Räuber! Peppa und Klausi tun jetzt so, als seien sie Polizisten. Sie wollen die Räuber schnappen. Nein, noch nicht. Und zwar, weil euer Boot fliegen kann. Madame Gazelle, können Schiffe fliegen? Richtige Schiffe können nicht fliegen. Oh. Aber Fantasieschiffe definitiv schon. Hurra! Wow! Das Boot von Pedro und Luzi kann jetzt fliegen. Unser Zug kann jetzt auch fliegen. Hui! Hey! Die Polizisten Peppa und Klausi sind kurz davor, die Räuber zu schnappen. Aha. Unterricht! Ende! Oh, ist es ein Riese? Nein, es ist ein Papa Wutz. Und er ist hier, um euch heimzubringen. Attacke! Hurra! Was machst du denn da, Peppa? Wir stellen uns vor, Boote und Züge zu fliegen, Papa. Oh Mann, ihr habt ja wirklich eine tolle Fantasie. Oh, aha. Peppa liebt Fantasiespiele. Jeder liebt Fantasiespiele. Peppa und ihre Familie nehmen heute einen Nachtzug, um einen Ort am Meer zu erreichen, der ganz weit weg ist. Jetzt ist Schlafenszeit. Mit dem Strandball spielen wir besser morgen, wenn wir am Meer sind. Aber ich will noch nicht schlafen gehen. Nun, wir gehen auch noch gar nicht schlafen. Zuerst feiern wir eine Pyjama-Party. Ja! Peppa und Schorsch lieben Pyjama-Partys. Gibt es einen Mitternachtsschmaus? Ein Mitternachtsschmaus gehört zu einer Pyjama-Party dazu, Papa. Das weiß jeder. Du hast ganz recht. Alle mir nach. Hurra! Alle sind in den Speisewagen gegangen, um dort den Mitternachtsschmaus zu bestellen. Hallo! Oh! Hallo! Was darf es sein? Wir hätten gern einen Mitternachtsschmaus, bitte. Einmal? Mitternachtsschmaus kommt sofort. Hier, bitte sehr. Obst und warme Milch. Damit ist ein guter Schlaf garantiert. Danke. Alle genießen den Mitternachtsschmaus. Dann putzen sich alle die Zähne und machen es sich im Bett gemütlich. Erzähl uns bitte eine gute Nachtgeschichte. Okay, Peppa, aber nur eine. Und dann schlafen. Hurra! Das ist die Geschichte von dem magischen Nachtzug. Es war einmal ein magischer Nachtzug. Er benötigte gar keine Bahngleise, weil er fliegen konnte. Yippee!
Es ist morgen und wir sind nicht mehr im Weltall. Weltall? Wie meinst du das? Ich schätze mal, dass wir eingeschlafen sind, Schorsch. Peppa hatte einen schönen Traum. Es ging um einen magischen Nachtzug. Schaut her, wir sind endlich am Meer angelangt. Peppa und ihre Familie sind an dem weit entfernten Strand angelangt. Und die Pyjama-Party im Zug hat allen großen Spaß gemacht.